Was geht, Freunde, in den manipulativen Statements und Hetzen? Es ist ein paar Monate her, dass ein anderer YouTuber meinen Content geklaut hat, dreist in seinen Kommentaren darüber lügt und seine Videos gefaked hat. Das Ganze wollte besagter YouTuber dann vertuschen, hat Kommentare gelöscht, bla bla bla, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Jedenfalls, für alle, die nicht wissen, um wen es geht um Meister Philo. Dieser hat nun endlich ein Statement zu der ganzen Thematik und meinen Videos hochgeladen. Und vielleicht nehme ich hiermit zwar etwas vorweg, aber sein ganzes Video ist bodenloser Müll und absolut dreist. Wirklich auf einem anderen Level Schmutz. In diesem Statement belügt und manipuliert er euch bewusst, um gegen mich und andere zu hetzen, was bei eine Straftat ist, nur um sich besser dastehen zu lassen. Aber für alle, die es mit ihm anfangen können, ich empfehle euch, meine 2 bzw. 3 letzten Videos über ihn anzugucken, dann bekommt ihr ein gutes Bild von ihm und von der Situation. Falls ihr dazu aber keine Lust habt, habe ich für den Kontext hier im Video immer kleine Ausschnitte der alten Videos eingeblendet, damit ihr mitkommt und das Ganze nachvollziehen könnt. Um aber den puren Abschaum und meine persönliche Abneigung und wirklich diese Dreistigkeit fühlen zu können, die er in seinem Statement an den Tag gelegt hat, empfiehlt es sich jedoch, die Videos zu gucken. Ich werde euch hier alles mit Beweisen belegen, damit auch der Letzte von euch checkt, was dieser Typ versucht. Lasst unbedingt ein Like und Abo da, wenn noch nicht getan. Und jetzt viel Spaß mit der Zerstörung von Meister Philos Video und letztlich auch seinem Image. Es wird mit jedem Punkt immer krasser. Wir fangen an. Wir fangen jetzt mit Kleinigkeiten an und arbeiten uns zu seinem manipulativen Charakter hoch. Ich blende jetzt Ausschnitte von seinem Statement ein und sag euch dann was dazu. 1. Navik sagt in seinem Video, dass ich von ihm und von einem anderen YouTuber die Videos 1:1 nachgesprochen habe. Navik zeigt dies anhand von 2 Videos, in denen man hören kann, dass ich zu nah an den Originaltexten dran war. Kurz zur Erklärung. Ich wollte coolen Content für euch machen. Daher habe ich mir Inspiration auf YouTube gesucht. Und da bin ich halt eben auf die 2 Videos gestoßen. Und ja, letztendlich habe ich mich halt zu sehr an den Originaltexten inspirieren lassen. Ist zwar nur ein kleiner Punkt, aber er betont immer wieder, wie er zu nah dran war oder sich nur inspiriert hat. Dass er aber dreist kopiert und geklaut hat, lässt er aus. Das tut er, um den Punkt verbal abzuschwächen und euch zu manipulieren. Hier mal ein Direktvergleich von seinem Clown, was er als inspirieren betitelt. Gut, das hat es nicht so gut geklappt, aber ich habe da noch was. Wir gehen einfach 1000 Blöcke hoch. Nee, wie man sieht, hat das nicht wirklich was gebracht. Aber ich hab da noch was. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal 1000 Blöcke nach oben. Ja, das kommt dem Ganzen schon näher, aber es hat nicht ganz gereicht. Ja, das kommt dem Ganzen schon näher, aber es hat noch nicht ganz gereicht. Naja, ich muss ja nicht sagen, es ist obvious Clown. Allein, dass er versucht, es hier abzuschwächen, ist schon dreist und zeigt, dass er nichts gelernt hat. Deshalb möchte ich mich dafür entschuldigen. Ganz ehrlich, nach diesem dreisten Statement und das, was ihr gleich alles noch sehen werdet, Entschuldigung abgelehnt, kannst du knicken. Kommen wir nun jetzt aber mal zu den Punkten, wo Navix gelogen hat. Punkt 1. Navix redet davon, dass er nicht von mir geklaut hat. Aber wollen wir uns das mal anschauen. Ich gucke nämlich ein Video hoch, Abo ist gleich Monster. Und wie ihr sehen könnt, hat Navix ebenfalls das Video gemacht. Anhand des Datums könnt ihr übrigens sehen, dass sein Video erst nach meinem kam. Und in der Beschreibung könnt ihr sehen, dass er mich nicht verlinkt hat. Oh Mann. Digga, er zeigt in seinem Video, dass ich von ihm klaue, verneint aber selber, dass er von mir klaut. Ist tatsächlich ein Strohmann-Argument, hat also nichts mit dem Szenario zu tun. Ich habe ein Thema genommen, welches es im Ami-Bereich, aber auch schon in YouTube Deutschlands zahlreich gab. Nach seiner Logik müssten auch alle Minecraft-Let's Player ihre Videos löschen, weil Gronkh schon mal ein Minecraft-Let's Play gemacht hat. Außerdem, Digga, was für Clown. Du sprichst 1:1 den Video mit denselben Witzen nach. Nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen, wie ich nachher beweisen werde. Und heulst jetzt rum, weil ich dasselbe Format hatte wie du? Das macht halt keinen Sinn. Ich muss aber noch dazu sagen, dass das Format Abo ist gleich ... schon viele andere YouTuber gemacht haben. Ich finde aber, wenn man in seinem Video einen YouTuber anspricht und sagt, dass er nicht verlinkt, aber man verlinkt selber nicht. Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn für mich. Das ist einfach nur traurig. Er kontert sich also selber aus. Ja, cool. Auch übrigens sagt er ständig, dass er nur 2 Videos geklaut hat. Ist halt auch gelogen. Richtig tolles Statement, Philo, wo du wieder deine Zuschauer belügst. Das beweise ich euch jetzt nämlich. Gucken wir uns doch einfach mal dein beliebtestes Short an. Ach was, das gibt's auch bei einem anderen YouTuber? Lass uns die doch mal miteinander vergleichen. Minecraft, aber ich darf die Farbe grün nicht berühren. So, ach nee, verdammt, warte. So, gut. Minecraft, aber ich darf die Farbe blau nicht berühren. So, ah nee, verdammt, warte. So, gut. Boah, das war hier richtig knapp. Ah nee, ich bin auch kreativ, ne? Nochmal. Boah, das war ja mal... Oh, ich bin ja noch im Creative-Modus. So, und jetzt nochmal. Das ist wirklich eine gute Frage, wie ich hier hinkomme. Oh mein Gott, Leute, hier ist einfach so random eine Kiste gespawnt. Ich frage mich, was da drin ist. Oh mein Gott, der Minecraft-Gott hat mich hier beschenkt. Hm, verdammt, wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Oh mein Gott, Leute, schaut mal, hier ist einfach eine Kiste gespawnt. Und, oh mein Gott, der Minecraft-Gott hat mich einfach beschenkt. Also, es ging um genau 2 Videos von 400. Diese Videos sind doch schon lange gelöscht und seitdem habe ich es auch nicht mehr gemacht. Was ich aber übelst dreist finde von Navix, ist es einfach, dass er sagt, dass ich meine Videos fake und sie klaue, was halt einfach nicht stimmt. Ist das dein Ernst?
Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ja, ich glaube, ich muss hierzu gar nichts mehr sagen. Du bist ein verdammter Heuchler. Das Einzige, was du mit diesem Statement zerstört hast, ist dich selbst. Wir sind keine 3 Minuten drin und du redest am laufenden Band Mist. Und das ist übrigens kein Einzelfall. Man sucht wirklich eine Minute weiter auf seinem Kanal und findet das nächste Short, was geklaut ist. Nämlich hat er ein Short gemacht, in dem man Minecraft Hardcore sagen will, man stuck ist. Auch so ein YouTuber-Be-Like-Ding. Hm, komisch. Das kenne ich doch auch von Dani, lol. Vergleichen wir doch die beiden Shorts mal. Und auch hier ist das Short von Dani, lol, eher erschienen als das von Meister Philo. Habe ich meine 92.000 Jahre alte Minecraft Hardcore-Welt verloren. Ich war einfach nur in meiner Minecraft-Hardcore-Welt unterwegs, als ich zufälligerweise in dieses Bedrock-Loch fiel. Moin Leute, was geht? Ich befinde mich heute in meiner 300.000 Tage alten Minecraft-Hardcore-Welt. Und heute werde ich versuchen, eine bestimmte... Was? Nein! Das kann nicht sein! Nein! Oh mein Gott, ich komme hier nicht mehr raus! Was soll ich denn machen? Verdammt, ich habe nichts dabei, um rauszukommen. Leute, wie konnte mir nur das passieren? Wie soll ich hier jemals nur rauskommen? Ich habe nichts Nützliches im Inventar. Leute, ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. Bitte schreibt's mir in die Kommentare. Wobei doch... Gar nichts. Ey, verdammt, Leute, ihr müsst mir unbedingt in den Kommentaren helfen. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Komisch, ist irgendwie wieder genau dasselbe. Ja, Philo, du fakest echt keine anderen Videos. Das waren ja nur 2 Mal. Wie kann ich mir das nur rausnehmen, hier so dreist zu lügen? Du Clown, Digga, du bist ein absoluter Clown. Aber es wird noch viel schlimmer, vertraut mir. Ich bin ganz ehrlich, als ich das gehört habe, habe ich den Glauben an die Menschheit verloren. Er behauptet in seinem Video, dass ich ihn ausgeblendet habe. Warum sollte ich ihn ausblenden, wenn ich vorher sogar mit ihm ein Video machen wollte? Hä? Ist das etwa eine Behauptung ohne jegliche Beweise? Hier nochmal der Beweis. Meister Philo hat mich auf seinen Kanal ausgeblendet. So. Navik schrieb nämlich einen Kommentar bei mir und ja, dieser wurde nicht angezeigt, weshalb er annahm, dass ich ihn blockiert hätte. Sein Kommentar wurde nicht angezeigt, weil er ihn mit einem Hashtag gepostet hat, wodurch der Kommentar durch eine YouTube-Einstellung automatisch geblockt wird. Er lügt wieder. Er bezieht sich hier darauf, dass ich ja gesagt habe, dass Meister Philo mich ausgeblendet hat von seinen Kommentaren und meint dann, dass der Kommentar von mir ja bloß nicht zu sehen ist, weil er einen Hashtag hat. Lass es doch mal genauer gucken, was ich wirklich in meinem Video sage. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass ich mit Tordi zusammen diese Short von Philo entdeckt habe. Ich habe auch einen Kommentar unter seinem Short geschrieben, um zu zeigen, dass ich sehe, dass er meine Videos klaut. Nur leider ist dem guten Tordi aufgefallen, dass er meinen Kommentar gar nicht sehen kann. Ja, genau, ihr denkt richtig, Meister Philo hat mich auf seinen Kanal ausgeblendet. Tordi hat dann für mich einen Kommentar geschrieben, in dem er auf ironische Weise geschrieben hat, dass ich die Videos von Meister Philo klaue. Einfach um einen Witz zu bringen. Richtig, ich habe gesagt, ich war vorher schon blockiert. Deswegen hat Tordi einen Kommentar geschrieben. Warum sollte Tordi denn einen Kommentar für mich schreiben, wenn ich nicht blockiert bin? Ich habe Tordi sogar gesagt, dass er für mich einen Kommentar schreiben soll, weil ich ausgeblendet bin. Wer mir das nicht glaubt, hier nochmal eine kurze Bestätigung von Tordi. Viel Spaß. Jo, Freunde, ich kläre euch heute auf, wodurch mein noch recht humorvoller Kommentar entstanden ist. Habt ihr Lust? Navix, die Schlange und ich saßen im Talk. Navix schreibt einen Kommentar. Ich sage, Navix, ich sehe dieses Kommentar nicht. Daraufhin schreibe ich ein anderes Kommentar. Das berüchtigt-berühmte Navix, du Schlange-Kommentar. Also ich kann bestätigen, dass davor wirklich ein normales Kommentar von Navix war. Das wirklich ausgeblendet wurde. Also ich habe es nicht gesehen. Kuss, Digga. Wem das noch nicht reicht, ich habe sogar in meinem Video, auf das sich Meister Philo selber bezieht, eingeblendet, dass ich ausgeblendet bin. Das heißt, er lügt euch quasi ins Gesicht, weil den Beweis dafür gab es schon in meinem Video. Ebenfalls erkennt man das an meinem Livestream-Ausschnitt, wo ich ebenfalls als Kanal ausgeblendet bin und deswegen mit Zweitaccount schreiben muss. Das Ganze seht ihr auch schon im Hintergrund. Ist natürlich klar, dass du alle Tatsachen verdrehen musst, weil der Rest deinen ganzen Bullshit widerlegen würde und du dich nicht rausreden kannst. Der Beweis, dass ich wirklich blockiert war, ist in meinem Video und du ignorierst es komplett, um die Zuschauer als dumm zu verkaufen. Wisst ihr aber, was lustig ist? Dass Meister Philo gar nicht auf die richtige Kritik eingeht. Er blendet den Tordi-Kommentar ein und bezieht sich auf einen Hashtag. Aber er ignoriert den wichtigen Aspekt, nämlich, dass er den Tordi-Kommentar zugestimmt hat. Ist das traurig, Alter. Der Kommentar war nämlich unter dem 1000-Herzen-Short, wo er ja 1:1 von mir geklaut und nachgesprochen hat. Wie wir hier schon bewiesen haben. Dass er Tordi quasi zugestimmt hat, dass ich das 1000-Herzen-Video von ihm geklaut hätte, obwohl ich gezeigt habe, dass er es war, erwähnt er nicht. Ich frag mich nur, warum. Vielleicht, weil du wieder mal deine 2 bis 3 Zuschauer komplett manipulieren und belügen möchtest. Ich meine, wie dreist ist denn das? Einem fast 500k-YouTuber mit Reichweite zu schreiben, dass ich dein Content geklaut hätte, obwohl du offensichtlich mein geklaut hast? Nur um besser dazustehen? Das zeigt ja schon, was du für ein Mensch bist. Und an diesem Beispiel könnt ihr hier einmal sehen, dass es nicht der Fall war. Digga, was ein geiler Proof. Ich kann das nicht mehr. Er blendet einen Screenshot ein, wo kein Wort geblacklistet ist. Ohne Datum, ohne Proof, ohne irgendwas. Ja, geil, GG. Hier ist übrigens auch eine Nachricht von MrBeast, wo er mir geschrieben hat, dass ich der allerbeste YouTuber bin. Ich wusste nicht mal, dass MrBeast Deutsch kann. Ich meine, es ist ja offensichtlich. Du hast meinen Namen irgendwann wieder rausgenommen. Das habe ich auch geschrieben und sogar in meinem 3. Video erwähnt. Und du tust jetzt so, als wäre er nicht blockiert und das die ganze Zeit, obwohl ich das schon bewiesen habe. Ehrlich, jeder, der nach diesem Video nicht checkt, dass der Typ euch verarscht, der ist echt am Ende. Sagt, ich hätte in dem Video, wo ich verschiedene MLGs teste, gefaked.
weil er so rüberkam. Und ich habe mich gewundert, wieso das Ganze drei verschiedene Teile sind. Aber für ihn war es anscheinend so zeitintensiv. Oder er hat den God Energy auf gar keinen Fall von dieser Höhe geschafft. Und genau deshalb musste er den Cut platzieren, weil er nämlich vorher den Creative-Modus gegangen ist, wo er dann schon aus der Höhe ist. So weit oben ist er dann hier runtergegangen? Ist halt falsch. Er hat zwar recht, dass wenn seine Originalaufnahmen nicht nachgestellt sind, er den letzten MLG geschafft hat. Das macht das Video aber nicht legit. Denn du hast selber die Stelle drin gelassen, wo du einen MLG am Anfang nicht schaffst, nämlich den Boot-MLG. Ja, und sorry, damit ist das Video halt schon fake. Das sage ich ja auch im Video, aber das wird natürlich hier nicht erwähnt. Das Ganze wird aber noch schlimmer, indem er Folgendes sagt. Und den Boot-MLG habe ich auch nie geschafft. Das hatte ich auch nie gesagt. So wie Navix und Marco Chaco es sagten. Also noch eine Lüge. Sie sagen Sachen, die ich aber nie so gesagt habe. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Typ kennt anscheinend seine eigenen Videos nicht und weiß nicht, was er darin sagt. Oder er möchte euch einfach nur für dumm verkaufen. Ich fühle mich halt wirklich so, als würde ich gerade gegen einen 12-Jährigen argumentieren, der einfach ständig ein Nein, das habe ich nicht droppt, weil er sonst keine sinnvollen Argumente liefern kann. Du hast also nichts in die Richtung gesagt. Schön, da gucken wir uns doch mal den Short an. Okay, nächster Versuch. Ja, okay, knapp dran, aber das war's noch nicht. Komm schon bitte jetzt und let's go. Oh, das würde ich mal zählen lassen. Also, du verkackst ihn. Blendest einen Geschafft-Sound ein und sagst, das würde ich mal zählen lassen. Digga, wen willst du denn verarschen? Du lügst offensichtlich, obwohl jeder nachgucken kann, dass du so getan hast, als hättest du es geschafft. Aber wartet ab, Leute. Das Ende wird euch killen und noch dreister. Wirklich, versprochen. Zumal er hier Marco Chaco auch unterstellt, er würde lügen, was wieder absolut falsch ist. Denn er reißt wieder irgendwelche Sachen aus dem Kontext. Er meint hier nämlich Folgendes. Ey, also Props gehen raus. Wirklich gute Erklärung. Ich habe auch schon die Originalaufnahmen gezeigt, dass ihr seht, dass ich nicht fake. Wir erinnern uns, was Marco Chaco gerade gesagt hat. Okay. Also Marco Chaco behauptet, du hättest dein God-MLG gefaked. Ha, das klang für mich aber anders. Gucken wir mal mein Video rein. Und ich habe mich gewundert, wieso das Ganze drei verschiedene Teile sind. Denn normalerweise machen das YouTuber wie Dude Perfect oder Zack King so, dass man einfach nach einem Cut das Ganze so oft wiederholt, bis man das Ganze geschafft hat. Aber für ihn war das anscheinend so zeitintensiv oder er hat den God-MLG auf gar keinen Fall von dieser Höhe geschafft. Und genau deshalb musste er den Cut platzieren, weil er nämlich vorher in den Creative-Modus gegangen ist, wo er dann statt aus der Höhe, ist das so weit oben, ist er dann hier runtergegangen und dann ist der Water-MLG natürlich sehr viel einfacher. Richtig, Marco Chaco stellt zwei Szenarien auf, wie das Ganze abgelaufen sein könnte. Dabei sagt er einmal, dass du entweder zu lange gebraucht hast und der Short deswegen gecuttet ist oder dass du es gefaked hast. Er sagt legit entweder oder. Er sagt ja nicht mehr, du hast es 100% gefaked. Warum stellst du es denn dann einfach so dar? Aber für ihn war das anscheinend so zeitintensiv oder er hat den God-MLG oder er hat den, oder er hat den... Was ist denn los bei dir? Aber egal, wir machen weiter. Ich wiederum werde sein Gesicht nicht in irgendwelche Memes reinkopieren, so wie er es bei mir und auch bei anderen YouTubern macht. Ich meine, wer gibt ihm überhaupt das Recht dazu? Gegenfrage, wer gibt dir das Recht, 1:1 Content zu klauen und Leute öffentlich mit bewussten Falschaussagen zu diffamieren? Jetzt ernsthaft, du hattest Monate Zeit, ein Antwortvideo zu machen. Saßt angeblich Monate an dem Video und dann kommt so ein Unfall? Lustigerweise droht Philo auch meinen Zuschauern, die Clips von mir reposten, in den Kommentaren diese Videos offline nehmen zu lassen, mit solchen Nachrichten hier. Aber er verleumdet selber dann bewusst eine Person, nämlich mich, in seinen Videos. Also ich weiß auf jeden Fall, was rechtlich mehr relevant ist, aber hey, ich bin ja nicht Meister Philo. Also, zum Glück. Das ist im Groben sein Statement. Absoluter Schmutz von vorne bis hinten. Jetzt kommen wir aber zu seinen krassen manipulativen Aktionen rund um dieses Statement und meiner Person. Jetzt wird's richtig eklig und heftig. Macht euch lieber einen schönen Jasmin-Tee zur Beruhigung und entspannt euch. Denn ich kann's nicht. Also wollt ihr wissen, wo er nochmal gelogen hat, um sich als Gutmensch darzustellen? Der gar nicht ist. Und das, obwohl es schon konkrete Gegenbeweise gegen sein Gelaber gibt, online, für jeden zugänglich. Es ist so grausam. Richtig, er sagt in mehreren Kommentaren, er wollte ja unbedingt mit mir reden, aber ich schreibe und antworte ihm nicht. Ist ja lustig. Dabei habe ich ihm offensichtlich auf Discord geschrieben. Das habe ich sogar in meinen Videos, auf die er sich bezieht, eingeblendet. Ich habe ihm sogar in diesem Video nochmal explizit angeboten, mit ihm zu reden. Noch besser, in einem anderen Kommentar sagt er dann sogar, warum soll ich Navex antworten, wenn er nur Müll abzieht? Komisch, ich dachte, ich schreibe dir nicht. Und dann sagst du wieder in einem anderen Kommentar nochmal, dass du mir geschrieben hast, aber ich dir nicht antworte? Was stimmt denn jetzt? Du bist Meister Widerspruch und nicht Meister Philo. Du lügst ja in den Kommentaren, in den DMs mit Leuten und in deinen Videos irgendetwas zusammen, damit du irgendwie gut dastehst, obwohl nichts davon stimmt. Du widersprichst in deinem eigenen Video, in den Kommentaren und in der Beschreibung 500 Mal selber und merkst das nicht. Also entweder bist du wirklich so dumm und verstehst einfach gar nichts oder du bist wirklich manipulativ und so hinterhältig, dass du alles versuchst, um anderes negative Licht zu rücken, nur weil du berechtigt Kritik abbekommst. Ich habe ja mal gesagt, du verdienst den Hate nicht, den du bekommst, aber ich muss das hier zurücknehmen. Du verdienst ihn. Komplett. Menschlich ist das so ein Abfall, Alter. Und das solltest du dringend ändern. Ach ja, und hier mal der Chatverlauf von mir und Meister Philo, damit ihr auch hier das als Beweis habt. Ja, man sieht ja schon, wer hier wem geschrieben hat und wer nicht geantwortet hat. Mehrfach. Ich meine, ich habe im Stream geschrieben und du hast dich blockiert.
blockiert, das haben wir vorhin auch gesehen. Außerdem macht das seinen angepinnten Kommentar, wo er meint, er sagt jetzt die Wahrheit, das Ganze nochmal ekelhafter und hat einen echt unangenehmen Beigeschmack, weil man jetzt eben weiß, dass alles erstunken und erlogen ist. Auch eine extrem dumme Antwort von ihm unter dem Kommentar von Chat unter seinem Statement war, dass ich mir ja immer wieder neuen Müll ausdenke und deswegen das ganze Ding hier nicht beendet werden kann. Klar, als hätte ich in einem Statement-Video Müll gelabert und eine andere Person diffamiert. Aber merkt euch das, dass ich ja der Grund bin, dass immer wieder Müll aufkommt. Das wird gleich noch wichtig. Wir machen jetzt aber weiter, denn dass er nicht transparent ist, zeigt er schon alleine, dass er wichtige Punkte einfach komplett auslässt oder wie erwähnt lügt. Zum Beispiel, dass er eine Livestream-Folge, wo ich mit Zweit-Account im Chat war, einfach offline nimmt, weil wir ihn faktisch widerlegt haben, nachdem wir ihn Frieden angeboten haben und den ignoriert hat und wieder angefangen hat zu lügen. Dementsprechend, wo ist denn jetzt die Folge, hä? Du hast es offline genommen, hast die Folge danach in die alte Folge umbenannt, damit das keiner sieht. Oder sag doch, wo ist die Folge? Darf die nicht jeder sehen, weil du das schwache Aktion mal wieder abziehst und das Ganze irgendwie vertuschen musst? Er will ja immer als Gutmensch dastehen. Auch da, wo ein Zuschauer berechtigt verglichen hat, wieso Meister Philo mich verlinken sollte und ich ihn nicht, weil ich ja nur ein ähnliches Format hatte. Meister Philo antwortet da, warum er mich verlinken soll, wenn ich ihn nicht verlinke und er auch nur eine Short-Idee nimmt. Aber das war ja keine Short-Idee. Du kopierst 1:1 Videos und verlinkst dann nicht mal und sagst dann Tordi, dass ich das von dir geklaut hätte. Was ist denn bei dir los? Habt ihr noch mehr Lust auf Widersprüche? Ich habe einen Community-Post gemacht, wo ich meinen Upload-Plan kurz reingepostet habe. Und dazu hat Meister Widerspruch ein Short gemacht. Gucken wir da mal kurz rein. Also Leute, ich weiß ehrlich nicht, was Narvik für ein Problem hat. Monate, wirklich monatelang bettet er darum, dass ich mich endlich mal zu der Kritik äußern soll. Und dann äußere ich mich zu der Kritik, entschuldige mich sogar teilweise auch. Und was macht Narvik? Er postet dann kurz Zeit später einen Community-Post, wo drin steht, Meister Philo Zerstörungsvideo. Ja, wo könnte da das Problem sein? Dass du dich äußerst und ein Statement machst, aber da nur Scheiße laberst? Zumal liest da meine Nachricht sogar ganz bewusst falsch vor. Da steht nämlich nicht Meister Philo Zerstörung, sondern Meister Philo Statement Zerstörung. Denn wenn wir das mal ganz trocken betrachten, hast du dich mit deinem Statement selber zerstört. Aber ich hab's ja gerade schon angesprochen. Gehen wir nochmal kurz zurück, wo ich meinte, dass ich an den ganzen Müll hier veröffentliche, weswegen das ganze Ding nie endet. Aber er macht einen Short, wo er irgendeine Scheiße behauptet, die gar nicht wahr ist. Hä? Also wer quetscht denn hier irgendwas für Content aus? Wir fassen also zusammen. Meister Widerspruch lügt in seinen Kommentaren mit angeblichen ausgeblendeten Kommentaren, die es nie gab, obwohl ich es bewiesen habe. Leugnet, dass ich geblockt bin, obwohl ich es bewiesen habe. Sagt, er hat nur 2 Videos geklaut, obwohl ich es bewiesen habe, dass es mehr sind. Verarscht seine Zuschauer in Nachrichten, was ich jetzt auch bewiesen habe, und stellt sich als Gutmensch dar. Ja, GG. Ich, Idiot, habe sogar noch interveniert und Leute auf meinem Discord gesagt, die sollen dir nicht mehr weiter auf den Sack gehen mit den geklauten Videos und der ganzen Thematik. Aber so ein menschlicher Abfall, ganz ehrlich, der hat's verdient. Aber Props, dass du dich ins Internet mit deinem Gesicht stellst und dann noch so etwas abzieht, wo jeder das sehen kann. Wirklich jeder. Das ist krass, das würde ich nicht machen. Übrigens, um nochmal die Meisterdummheit zu unterstreichen. Er sagt nämlich Folgendes am Ende. Und so jemand soll dann ein professioneller Meinungsblogger sein? Also ich weiß ja ehrlich nicht, Leute. Professioneller Meinungsblogger? Ich frage mich, wann ich mich mal professioneller Meinungsblogger genannt habe. Naja, nirgendwo. Muss ich ja keinem erzählen. Ich nenne mich sogar selber Meinungsblogger und Minecraft-YouTuber. Vielleicht, weil es keinen professionellen Meinungsblogger gibt, weil man professionell nicht seine Meinung wiedergeben kann, weil eine Meinung nicht professionell ist. Das wäre so, wie wenn man sagt, dass man ein objektiver Meinungsblogger ist. Das existiert nicht, weil eine Meinung nie objektiv ist. Also von daher, naja, wieder irgendein Bullshit. Das war's jetzt aber mit dem Video. Meister Philo ist bei mir komplett unten durch und das mehr als alles andere. Wie bei jedem anderen eigentlich auch. Und um nochmal auf das Ende seines Statements Bezug zu nehmen. Ich möchte jetzt nochmal sagen, dass ich meinen Content weitermachen werde. Ich werde meine Videos weiter hochladen. Das finde ich wunderschön, aber ich bin da, um dir jedes Video zu vermiesen. Wenn du noch einmal deinen Mund aufmachst, wo du irgendjemanden beschuldigst zu Unrecht oder wieder lügst und irgendeinen Schmutz abziehst. Mit dem Video hast du es komplett verscherzt und ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, wenn du den Hate bekommst, den du verdienst. Dementsprechend war es das jetzt erstmal. Das Video war sehr emotional, aber das muss es auch ganz einfach sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch getan. Wird mir super viel bedeuten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.